Hallo allerseits, schönen guten Abend. Heute Tag 6 meiner kleinen Miniserie Quersprech. Letzter Tag. Ich habe euch versprochen, heute geht es um Beispiele, wie ihr sowas üben könnt. Einmal nochmal zur Zusammenfassung. Quersprech, Anlass war Anschlag von Halle. 6 Tage habe ich so eine kleine Minireihe gemacht mit Livestreams. Erster Tag ging es um das Thema, was ist das eigentlich Gleichberechtigung? Wie ist so die innere Haltung? Da gibt es Unterschiede, ganz offensichtlich, wie man das empfinden kann. Dann ging es am nächsten Tag ging es um den Unterschied zwischen Klischee und Vorurteil und Rassismus und Diskriminierung. So diese Kurve habe ich ein Beispiel gebracht, so ein bisschen Science-Fiction-technisch. Müsst ihr mal reinschauen. Dann ging es am dritten Tag ging es dann darum, wie fühlt sich das an, Diskriminierung? Was macht das mit einem? Dann am Tag 5, ja, ging es auch darum, nee, am Tag 4. Am Tag 4 ging es dann darum, wie ist das, nee, am Tag 5. Wie ist das, wenn du mit sowas konfrontiert wirst, schmerzhaft damit umzugehen, sich damit auseinanderzusetzen, aber notwendig? Das war Tag 4. Doch nicht Tag 5, Tag 4. Und gestern, Tag 5, ging es dann darum, was machst du, wenn du ganz eng mit jemandem in Kontakt bist, der so extrem gepolt ist, sei es jetzt auf der Arbeit oder sei es im Privatleben oder sei es in den sozialen Medien. Wie gehst du damit um? Ja, und heute geht es um Übungen. Wie du damit klarkommst, wie du da selber einfach einen Weg für findest, dich da immer besser zu positionieren, deine schnellere Reaktion hinzubekommen. Also nicht sprachlos zu sein, wenn dir sowas passiert, wenn dir sowas unterkommt, sondern schlagfertig ist ja das Wort, was wir da brauchen. Also im Grunde genommen reagieren zu können auf die Art und Weise, die du dir so vorstellst, anstatt dich dann hinterher zu ärgern, ach, hätte ich doch nur, wäre mir das doch eingefallen. Und ja, es gibt da verschiedene Arten und Weisen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Hängt einfach ab von der Art und Weise, wie du tickst. Es kann sein, dass es für dich besser ist, einen emotionalen Zugang zu dem ganzen Thema zu nehmen, oder meine Wenigkeit ist da mehr so rational, analysieren, auseinanderpflücken, oder irgendwo, vielleicht bist du auch der Mischtyp. Ich habe für alle drei Varianten habe ich verschiedene Medienbeispiele, also diverse Bücher, Filme, Fernsehserien rausgesucht und auch andere Dinge, die dir da helfen können zum Trainieren. Und ich möchte vorweg noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie ist denn das überhaupt vom Unterschied her? Meistens liegt es ja daran, dass man entweder völlig überrascht ist oder dass man auch, dass du vielleicht auch Angst hast. Es kann sein, dass du Angst hast, in dem Moment, in dem das passiert, zu reagieren. Und dich hinterher dann darüber aufregst, dass du es nicht gemacht hast. Das kann vorkommen. Und da ist jetzt eben die Frage, was ist so überhaupt so dieses Grundsätzliche, was ist so der Unterschied zwischen Angst und zwischen Furcht, was hat Panik damit zu tun und wann kommt die Feigheit ins Spiel? Und wie kannst du, ich sage jetzt mal, diese Kurve, die da auch noch weiter nach oben geht, auch da unterbrechen und für dich dann eben das Ganze drehen? Also grundsätzlich ist es so, dass Angst ein aktuelles, tatsächliches, akutes Ereignis voraussetzt. Also eine Gefahr oder eine vermutete Gefahr, etwas Aktuelles, sage ich jetzt mal. Also beispielsweise siehst du jemand mit einer Pistole auf dich zukommen und schätzt das natürlich ein als Gefahr, eine tatsächliche, vorhandene Gefahr. Also hast du in dem Moment vermutlich, wenn du nicht völlig gefühllos bist, in dem Moment erstmal Angst. Oder aber eine vermutete Gefahr. Du vermutest, dass jemand, der auf dich zukommt, eine Waffe in der Tasche hat. Es ist aber nur ein Handy, aber du vermutest, es wäre eine Waffe. Das ist dann eine vermutete Gefahr, aber nichtsdestotrotz, es ist eine
aktuelle Situation und du hast in dem Moment Angst. Das ist also Angst gleich akut, aktuell. A und A, also akut und aktuell gleich Angst. So kannst du dir das schon mal merken. Dann haben wir ein Ereignis. Und unser Hirn ist so geprägt, wenn es Erfahrungen macht, dass es die Erfahrungen erstmal abspeichert. Die positiven und die negativen. Denn ganz, ganz tief in unserem Hirn gibt's noch unser ganz kleines ursprüngliches Gehirn, als wir noch auf der Erde rumkrabbelten. Das besagte, wenn du eine Gefahr überlebt hast, dann begib dich nicht nochmal in die Gefahr, sondern umschiffe die Gefahr. Also wenn du weißt, in der Schlucht gehen immer wieder Felsen runter und landen auf dem Weg, dann gehst du da nicht lang, sondern dann suchst du dir einen anderen Weg um die Schlucht herum. Das ist so die Lernsituation. Steinschlag, Gefahr, Angst muss ich meiden. Das führt aber auch dazu, dass dein Hirn ähnlich anmutende Situationen eventuell in die gleiche Schublade steckt. Also beispielsweise, du hast jetzt diesen Steinschlag erlebt und hast Angst und gehst dann deiner Wege und kommst wieder an eine Stelle, wo Berge aufeinander zukommen und es eine neue Schlucht gibt. Die eine Schlucht hat mit der anderen Schlucht nichts zu tun, aber du hast innerlich die Angst, auch da könnten Steine herunterkommen. Und das ist dann keine Angst, sondern das ist dann Furcht, weil es sich nicht auf eine akute, aktuelle Situation bezieht, auf eine tatsächliche Gefahrensituation oder auf eine Situation, die akut gefährlich sein könnte in irgendeiner Form, sondern du hast die Erinnerung und bringst die Erinnerung mit hinein. Also das Teil kann komplett anders ausgestaltet sein. Aber du hast einfach so diese vage Erinnerung, da war was mit einer Schlucht. Oder da war was mit dem Mann, der mich mit der Waffe bedroht hat. Der hat einen blauen Pulli getragen, der hat eine Jeans angehabt und der hatte einen schwarzen Hut auf. Und jedes Mal, wenn dir ein Mann mit einem schwarzen Hut begegnet, gerätst du in Panik. Ohne dass jetzt alle Männer mit Hüte irgendwie eine Waffe mit sich tragen würden. Aber du hast von der akuten Angst abgespeichert, da war was Gefährliches, meidet das. Und wenn etwas Ähnliches dir begegnet, reagiert dein Hirn und dein Körper mit Flucht oder Kampf. Fight or flight. Also kämpfe oder fliehe. Fight or flight. Kämpfe oder fliehe. Das ist eine typische evolutionäre Reaktion. Das ist also Furcht. Etwas, was gar nicht aktuell akut ist, aber was in der Erinnerung eine Rolle spielt und deswegen körperliche und geistige Reaktionen hervorruft. Dann haben wir noch den Punkt Panik. Der kann bei beiden auftauchen. Der kann auftauchen bei der Angst. Panik bedeutet, dass dein kognitives, also dein Verstand gibt den Geist auf. Ich sag's jetzt mal so deutlich. Dein Verstand verabschiedet sich in dem Moment, das ist bei Angst ja sowieso, aber in der Panik reagierst du nicht nur auf das, was dich bedroht, sondern du reagierst extrem überproportional auf das, was dich bedroht oder vermeintlich bedroht. Da du hast also eine Überreaktion. Das heißt, jemand kommt mit einem schwarzen Hut die Straße herunter und dir entgegen und du läufst auf ihn zu und prügelst ihn nieder, weil er hat einen schwarzen Hut auf. Das ist eine Überreaktion. Das wäre dann eine Überreaktion bei Furcht. Oder eine Überreaktion bei Angst, also bei einer tatsächlichen möglichen Gefahr. Nehmen wir an, es ist nehmen wir mal an, eine Kerze ist abgebrannt und eine Tischdecke unten drunter fängt Feuer. Kann vorkommen. Man hat Angst, man löscht das Ganze. Man kann entweder eine Wasserflasche nehmen oder wenn man hat eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher. Das wäre die Angstreaktion, konkret darauf reagieren.
Oder man kann in Panik darauf reagieren und dann sagen, da brennt was und ich mache keinen Löschversuch, sondern ich schmeiße komplett alles in der Wohnung aus dem Zimmer, aus dem Fenster und renne aus dem Haus und bin nicht mehr zu stoppen und werde erst 3 Tage später irgendwie soweit klar sein, dass ich dann verstehe, okay, ich muss jetzt mal nachschauen, ob das Haus noch steht. Das ist eine Panikreaktion. Also Angst, Furcht, Panik, Panik, Überreaktion. Angst hat jeder. Furcht entwickelt sich meistens dann, wenn du nicht erkennst, dass du auf etwas reagierst, was gar nichts mit der Situation zu tun hat, sondern mit deiner Vergangenheit, mit irgendetwas, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Das ist dann Furcht und die kann sich verstärken und richtig hartnäckig bleiben, wenn dir das nicht auffällt, dass dem so ist und du dann eben aktiv dagegen angehen kannst und daran arbeiten kannst. Umso mehr du das machst, umso unwahrscheinlicher ist es übrigens, dass Panik ins Spiel kommt. Und jetzt kommen wir zur Feigheit. Feigheit heißt nicht, dass du Angst hast, auch nicht der Punkt, dass Angst sich in Furcht verwandelt hat, sondern Feigheit ist, wenn du weißt, du hast Furcht, aber nichts dagegen tust, sondern die Furcht hinnimmst und dich darin wohlfühlst, in dieser Komfortzone der Angst und nicht bereit bist, dagegen anzugehen. Konkretes Beispiel. Ich habe ja in den letzten Tagen einige Beispiele so aus meinem persönlichen Leben erzählt. Und nochmal eins, also es ist so ein Beispiel, ihr kennt das sicherlich alle, so Stift nehmen und fallen lassen und wieder fangen, kennt ihr mit Sicherheit alle. Und wenn man das mit einem Bleistift macht und das so über die Tischkante macht, kann es halt passieren, Bleistift fällt runter, Mine kaputt, Bleistift kaputt, das war's mit dem Bleistift. Und jetzt stellt euch vor, ihr wärt der Bleistift. Und jetzt stellt euch vor, derjenige, der das macht, hält euch an den Knöcheln und lässt los und hält wieder fest und lässt los und hält wieder fest. Und das macht er nicht über der Tischkante, sondern das macht er über dem Geländer des ersten Stockes runter zum Treppenaufgang. Und weil ihm das dann irgendwann nicht mehr reicht, macht er das Ganze dann auf dem Balkon, über dem Balkongeländer, an den Knöcheln. Festhalten, loslassen, wieder festhalten. Und weil es dann irgendwann langweilig wird, eine Hand auf dem Rücken und dann nur noch mit dem einen, mit der einen Hand, mit der anderen Hand. Ja, der Bleistift war ich. Derjenige, der das gemacht hat, war mein Adoptivbruder. Als ich klein war, war alles prima. Bis ich dann so im Grundschulalter war. Meine Adoptivgeschwister waren dann Teenager. Die Geschwister, keine Briefmarke passte dazwischen. War auch völlig in Ordnung. Aber ich habe in dem Bereich habe ich wirklich festgestellt, Teenager haben wirklich Scheiße im Hirn. Ich habe mich dann natürlich gefragt, liegt es an mir, dass ich immer solche Extreme auslöse? Ich habe dann meine Bücher gewälzt und habe festgestellt, es liegt am Alter. Teenager sind so. Ich habe mich dann gefragt, okay, was kommt dann drauf auf mich zu, wenn ich Teenager werde? Ich habe gewartet, kam nicht auf solche grandiose Ideen. Ja, also auf jeden Fall habe ich da als Kind die Erfahrung gemacht, überm Geländer zu hängen und verzweifelt versuchen, an die Gitterstäbe vom Balkongeländer zu kommen und mich irgendwie festzuhalten, weil es ging verdammt tief runter. Und wäre dieser Bleistift, also sprich ich, wäre ich gefallen, hätte ich mir mit Sicherheit das Genick gebrochen. Mir war also klar, ich wusste also durchaus, warum ich Höhenangst hatte und auch immer noch habe. Ich habe auch nach wie vor Höhenangst. Aber mir war noch lange, lange nicht klar, warum ich Angst habe, auf Brücken zu gehen.
bis ich dann irgendwann mal geschnallt habe, okay, und da kommen wir jetzt zum Thema Angst und Furcht. Also das Thema Angst, also in dieser Situation hatte ich Angst um mein Leben, und zwar auch durchaus berechtigt, möchte ich hier jetzt mal anfügen. Seither hat sich bei mir dann auch die Furcht eingeschlichen. Also es hängt mich keiner mehr an den Knöcheln und macht sein Hanteltraining mit mir als lebendes Lebengewicht. Aber trotzdem habe ich Probleme, wenn ich irgendwo runtergucken kann. Ob das jetzt eine Leiter ist, ob das eine Treppe ist mit offenen Stufen oder eben eine Brücke. Ich habe da so meine Probleme. Das ist die Furcht. Und ich habe das festgestellt, also ich habe das auch schon wieder in der Grundschulzeit festgestellt. Ich musste, um zur Schule zu kommen, über eine Brücke gehen. Es war eine stabile Brücke, es war eine befahrbare Brücke. Links und rechts ein ordentliches, vernünftiges Geländer, also nichts, wo man schnell rüberfliegen kann und nichts. Und trotzdem bin ich bis zur Brücke normal gegangen, im Stechschritt über die Brücke, und danach ging es dann wieder besser. Und das ging lange, lange Zeit so. Und ja, mir war klar, ich habe Furcht, und ich wusste natürlich auch warum. Und dann habe ich versucht, bin ich dagegen angegangen, Stück für Stück. Und das ist jetzt auch eine Übung, die ich dir empfehle. Du wirst etwas haben, wovor du Angst hast. In dem Fall eben Angst davor, den Mund aufzumachen, weil du die Konsequenzen fürchtest. Was sind die Konsequenzen? Was, wenn du jetzt was sagst, wenn du dich einmischst? Kriegst du dann eine gelangt? Hast du dann plötzlich das Messer im Bauch? Oder wirst du dann niedergeschlagen? Oder wirst du entlassen? Oder verlierst du deinen Freundeskreis? Oder was auch immer. Das ist die Angst, die man hat, die erstmal die ganz konkrete ist. Und wenn man dieser Angst mehr als einmal nachgibt, ohne sich dessen bewusst zu sein und ohne dagegen anzugehen, hast du eben das Problem, dass sich das in Furcht verwandelt, und umso länger das Ganze dauert, umso schwieriger wird es, dagegen anzugehen. Und ich sage jetzt einfach mal, es gibt da zwei verschiedene Arten, da wieder zuzugehen. Das Emotionale oder eben das Rationale sind so die beiden Extreme oder die Mischform. In dem Fall habe ich auf eine Mischform gesetzt, weil bei mir diese Angst vor Höhen und vor Brücken recht ausgeprägt war und immer noch ist. Aber sie ist jetzt weitaus weniger geworden, als sie mal war. Ich habe dann angefangen und habe dann irgendwann gesagt, ich habe die Nase voll vor dieser Brücke, so furchtbare Angst zu haben. Habe mich an der Brücke, am Geländer, am Beginn der Brücke hingestellt und habe runtergeschaut und habe mich gefragt, okay, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Du brichst dir das Genick, dann bist du tot, dann hast du es hinter dir. Es ist also ein überschaubarer Moment des Schreckens, der hat aber ein Ende. Du kannst auch runterfallen und dir die Wirbelsäule brechen und für den Rest deines Lebens vom Hals ab querschnittgelähmt sein. Das wäre schlimmer für mich jetzt, als tot zu sein. Für mich jedenfalls so in dieser Jugendsituation war das damals so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du findest immer einen Weg, das Ganze zu beenden. Also kein Schrecken ohne Ende. Das Ende ist irgendwie jede Schrecksituation. Auch wenn das Schlimmste passiert und die Brücke unter dir zusammenbrechen sollte, Schlimmeres passiert eben nicht. Ne? Gut. Okay, das war das Erste. Das Zweite war, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Brücke direkt unter dir zusammenbricht? Diese Brücke hat seit Jahren und Jahrzehnten gestanden. Seit Jahren und Jahrzehnten marschieren da Leute drüber, Autos fahren drüber, Fahrräder fahren, Mopeds, Lastwagen, Trecker fahren da drüber. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie ausgerechnet dann zusammenbricht, wenn du draufstehst? Da habe ich gesagt, eher unwahrscheinlich. Möglich ist alles. Denk an dein persönliches Glück. Es ist sogar sehr möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. Gut, also auch das wieder so ein Faktor, logisch, das könnte schlimmstenfalls passieren, und wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass es passiert? Okay, dann hatte ich das so im Griff. Und dann habe ich angefangen, nicht schnell über diese Brücke zu gehen, sondern sehr langsam über diese Brücke zu gehen. Wirklich im Schneckentempo, Schritt
für Schritt. Und jeden Schritt ganz bewusst. Und nach jedem Schritt, sie ist immer noch nicht zusammengebrochen, sie steht noch. Und wieder. Und sie steht immer noch. Und du bist immer noch nicht im freien Fall. Und alles ist gut. Und so habe ich mich dem anderen Ende dieser Brücke genähert. Und das habe ich mehrere Tage und Wochen hintereinander gemacht, immer schön Schritt für Schritt und dann auch mal auf der Mitte der Brücke stehen geblieben und in die Ferne geschaut und festgestellt, ich bin immer noch hier oben, ich bin immer noch nicht runtergeknallt, alles gut. Und so habe ich erstmal diese Angst vor Brücken etwas reduziert. Sie war nicht weg, sie war auch weiterhin da, aber sie war handelbar, sage ich jetzt einfach mal. Leitern und Co. Auf eine Leiter zu gehen, es hat sehr, sehr lange. Ich war über 30, als ich das erste Mal, ohne dass jemand eine Leiter festgehalten hat, selber alleine auf eine Leiter gegangen bin, so eine Klappleiter, ohne dass jemand festgehalten hat. Da war ich über 30. Vorher musste wenigstens einer, und wenn es nur mit einer Hand war, diese dämliche Leiter festhalten, damit ich nicht in Panik geriet. Ich habe parallel alles mögliche andere versucht. Also Kirchturm bestiegen, ganz langsam Hängebrücken in Angriff genommen. Und da hatte ich auch ein Erlebnis dafür, hätte ich meine Chefin echt steinigen können. Bei uns im Park war es dann üblich, dass wir neue Attraktionen alle gemeinsam uns einmal ansahen. Und da war dann in einem Jahr die längste Hängebrücke bis zu einer Aussichtsplattform ganz neu. 30 Meter Hängebrücke, klasse. Aber die Kollegen haben mir wirklich geholfen. Einer vorne, einer hinten und dann so im Gänsemarsch. Ganz, ganz vorsichtig, wirklich auf mich Rücksicht genommen, hoch bis zu dem Turm. Und ich so, Gott sei Dank, ich habe diese verdammte Brücke hinter mir. Jetzt geht's runter. Nee. Runter ging es den gleichen Weg zurück. Es gab keine Treppe hinunter. Und da habe ich meiner Chefin auch gesagt, sie wollen mich wohl verarschen. Nein, wollte sie nicht. Ich musste also diese 30 Meter Brücke wieder zurückgehen. Es gibt also auch Situationen, wo ich sage, ja. Also ich setze mich diesen Situationen bewusst dann aus und überlebe sie. Und dann geht's einigermaßen wieder. Und dann habe ich wieder meine Komfortzone wieder ein Stückchen erweitert und wieder ein Stückchen erweitert. Und meine größten Erfolge in der Hinsicht waren zwei Sachen. Zum einen haben wir eine Klassenfahrt mal nach Frankreich gemacht, nach Reims. Also Umgebung auch so ein bisschen erkundet. Und dann bin ich auf eine Kathedrale, oben aufs Dach. Toller Ausblick. Ich dann so die Kathedrale, so das Kreuz und so ins Auge genommen, gehe noch so ein paar Schritte rückwärts und lande in so einem Regenrinnenloch mit dem Fuß und hätte bald den Rückwärtskörper über die Brüstung die Kathedrale runtergemacht. Es war ein gewisser Rückschlag, sage ich jetzt einfach mal. Es hat dann etwas gedauert, bis ich wieder das alte Niveau des meiner Komfortzone wieder neu erarbeitet hatte. Ich gehe beispielsweise auch, wenn ich denn alle Jubeljahre mal irgendwann mal schaffe, in Urlaub zu fahren, gerne in die Berge. Also auch da völlig kurios, weil ich ja diese Höhenangst habe, aber trotzdem, ich gehe gerne in die Berge und schaue dann so in die Ferne, das tut mir gut. Schwierig wird es dann bloß, wenn dann so Brücken sind, wo du dann einfach nur zwei Stämme hast, zwei Baumstämme, kein Geländer und dann musst du da über diese Baumstämme rüber, um irgendwo so eine Schlucht zu überqueren oder einen reißenden Fluss oder was wahrscheinlich die Einheimischen eher als so kleines reißerisches Bächlein bezeichnen würden, wenn du das überqueren willst. Also das wird dann, ist nach wie vor schwierig für mich. Aber das ist so für mich so, und das empfehle ich dir auch, nimm dir irgendetwas, wovor du Angst hast, in dem Fall eben die Angst davor, was zu sagen, dich einzumischen, nimm dir das, analysiere das, guck da drauf, worauf genau reagierst du jetzt. Warum reagierst du jetzt so heftig und wovor hast du eigentlich Angst? Hast du jetzt davor Angst, entlassen zu werden? Oder hast du davor, wenn ja, warum kriegst du keinen anderen Job mehr im Leben? Du hast ja wahrscheinlich diesen Job auch nicht umsonst bekommen, sondern du hast ihn ja bekommen, weil du ihn irgendwie dafür geeignet bist. Also, oder hast du Angst, irgendwo im Freundeskreis anzuecken, dann, wenn du den Mund aufmachst, dann
frag dich, wieso würde dich das so stören, wenn du dann solche Freunde verlierst? Sind das wirklich dann die Freunde, die du haben willst? Also einfach mal, oder geht es dir darum, dass du dann allein bist? Dann solltest du dich mit dem Thema auseinandersetzen. Kannst du auch alleine sein oder brauchst du immer jemanden um dich herum? Und dann ist das eher so das Thema, was du als erstes mal angehen solltest. Weil das ist dann die Grundangst. Und sobald du deine Ängste kennst und handhaben kannst, kannst du eben auch besser deine Haltung, deine Position besser einnehmen. Das sind einfach so diese Alltagsübungen. Und alles, was wir erleben, es hängt immer so davon ab, was wir im Leben schon hinter uns haben. Wie viel Scheiße wir im Leben schon erlebt haben, was wir alles schon durchmachen mussten. Und da sind für den einen sind bestimmte Dinge Pipifax und für die anderen sind das gewaltige Berge, die man da erklimmen muss. Das hängt aber einfach davon ab, was du erlebt hast. Das ist Rebecca Gablé, eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen, hat das in einem ihrer historischen Romane wunderbar verarbeitet. Der Held ihrer Romane war mit seinem Schützling unterwegs, Königssohn, also gehörte zur königlichen Familie. Dann gab es einen Überfall von ein paar Bauern, war für die Ritter natürlich kein großes Problem. Und nachdem alles geregelt war, waren auch Damen mit anwesend in diesem Zug, haben die Männer sich hingesetzt, ganz normal haben die Ritter sich hingesetzt und haben dann erstmal gepicknickt. Und die Frauen waren ganz aufgeregt. Und für die Männer war das so Alltag, weil die das gewohnt waren, mit solchen Situationen tagtäglich umzugehen. Und die Damen waren das in dem Fall nicht gewohnt. Und das war eben so dieser Unterschied. Und das war hervorragend herausgearbeitet, einfach nochmal mit diesem, es hängt vom eigenen Leben ab, von dem, was du selbst schon erlebt hast, was du alles schon durchgemacht hast, wie du dann mit solchen Situationen klarkommst. Und es hängt eben davon ab, wie du tickst, ob du mehr so rational oder mehr so emotional an solche Dinge rangehst, was dir da am besten hilft. Und für mich ist es wichtig, da zu betonen, wenn du Kinder haben solltest, dann kannst du da auch für deine Kinder ganz viel tun. Versuch immer daran zu denken, dass das Kind, was da vor dir steht oder vor dir sitzt, sich immer an alles erinnern wird, was du tust und sagst. Und zwar auf eine wahrscheinlich viel intensivere Art und Weise, als du es tun würdest, wenn du mit deinem Kind über die gleiche Situation sprichst. Es hängt auch damit zusammen, dass du viel mehr erlebt hast und dem ganzen Geschehen gar keine Bedeutung zumisst, während dein Kind das vielleicht das erste Mal erlebt und das ein beeindruckendes Erlebnis ist. Also da immer dran denken. Und solltest du mehrere Kinder haben, dann bitte ich dich aus eigener Erfahrung und auch aus aktueller Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren in meinem Umkreis erlebt habe, denk daran, jedes menschliche Wesen ist gleich viel wert. Und jeder Mensch hat eigene Stärken und Schwächen. Und jeder ist verletzbar. Wenn du einem Kind die Schwester oder den Bruder als Vergleich vorhältst, warum bist du denn nicht so wie X? Mach doch so wie X. Du siehst doch, X kann das doch auch. Ist das nicht so schön? Also, wenn es denn passiert, also es gibt natürlich, der eine kann wunderbar musizieren, der andere kann toll Fußball spielen, der nächste schreibt tolle Gedichte. Konzentrier dich darauf, wenn du solche Vergleiche machst, dass du dann auch immer sagst, X kann besser Fußball spielen, aber dafür kannst du ja viel besser fangen spielen. Und ähnliche Dinge. Einfach so, dass jedes Kind sich dann dementsprechend gewürdigt fühlt. So, und jetzt kommen wir zum Thema, wie ist das mit Ausgrenzung, Diskriminierung und wie ist das mit Mut finden, dagegen anzugehen. Habe ich euch ja Medien versprochen und Übungen versprochen. Die eine habe ich euch gerade schon genannt, in kleinen Schritten vorangehen. Eine weitere wäre, mit dem großen Schritt anzufangen. Das ist immer so meine Methode, einfach weil von meiner Seite aus eben
schon viel erlebt worden ist. Und daher mache ich das ganz gerne so, dass ich dann eben mit dem größten Paket anfange. Das ist immer so ganz gerne das, was ich mache. Was ich dann empfehle, ist viel, 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 viel lesen. Also mir hat das unglaublich viel gebracht. Und sehr viel aus Filmen und Serien mitzunehmen. Das kannst du sowohl als Kind als auch als Teenager als auch als erwachsene Person machen. Quer durch sämtliche Altersgruppen. Als Kind kann ich sehr gut empfehlen, wenn es darum geht, also für kleinere Kinder empfehle ich auf jeden Fall alles, was mit Biene Maja zu tun hat. Sowohl das Buch als auch die Comicserie im Comicheftformat, als auch die Zeichentrickserie, die TV-Serie. Bei der neuen denke ich, die ist ähnlich aufgebaut, zumindest ist aber auf jeden Fall die aus den Anfang der 80er, also Ende der 70er, Anfang der 80er. Diese alte, zweidimensionale Biene-Maja-Serie, die auf jeden Fall, die kann ich sehr, sehr empfehlen. In allen Folgen geht es immer darum, dass eine Aufgabe auftaucht. Und da gibt es immer zwei Ansätze. Einer alleine kümmert sich darum oder die Freunde kümmern sich darum. So oder so, das Problem wird am Ende gelöst. Und die Quintessenz dieser ganzen Serie beläuft sich immer darauf, Probleme werden angegangen und nicht verschoben. Und Probleme lassen sich manchmal nicht auf Anhieb lösen. Aber wenn du am Ball bleibst, früher oder später findet sich eine Lösung. Also Biene Maja, wunderbar. Auch so in Richtung Toleranz. Also alle unterschiedlichen Insekten kommen ja mehr oder weniger sehr gut miteinander aus. Es gibt dann immer so ein paar Querschläger, aber die werden dann irgendwo ein bisschen anders begutachtet. Dann guckt man, wieso sind die so, warum machen die das? Und dann findet man doch wieder auch zu einer Verständigung. Also Biene Maja, hervorragend sowohl in Richtung Mut, als auch in Richtung gegenseitiges Verständnis, als auch in Richtung am Ball bleiben, Ausdauer, für Kinder sehr gut geeignet. Ebenfalls Nils Holgersson. Da vor allen Dingen die Zeichentrickserie und auch die Comicheftserie auch sehr zu empfehlen. Da geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Für das, was du tust, hast du die Verantwortung im Guten. Wenn du etwas Gutes tust, auch wenn du etwas Schlechtes tust, es hat Auswirkungen auf andere und sei dir dem entsprechend bewusst, dass es auf andere sich auswirkt und eben auch auf dich auswirkt, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und wenn es sich auf andere auswirkt, dass das wiederum auch Konsequenzen emotionaler Art auch für dich hat. Also auch Nils Holgersson für, ich denke mal so für Kinder so ab 9, 10 Jahren sehr gut geeignet. Würde ich auch sagen, passt. Für etwas ältere Kinder, so ab 10 aufwärts, Captain Future. Captain Future. Ich habe Captain Future sehr geliebt. Ist gar nicht mal so mehr so bekannt, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber eine ganz tolle Zeichentrickserie. Figuren sehr unterschiedlichen Charakters. Menschlich, Android, Roboter, reines Gehirn, schwebendes Gehirn, viele, viele Außerirdische, Gute und Böse, und zwar quer durch sämtliche Rassen. In allen Rassen gibt es Gute, in allen Rassen gibt es Böse. Aufgaben und gemeinschaftlich diese Aufgaben lösen, auch mal versagen, mit dem Versagen klarkommen, wie man dann mit Misserfolgen umgeht, auch das wird in Captain Future in dieser Serie hervorragend rübergebracht. Ganz toll, kann ich auch nur empfehlen. Was habe ich noch für Kinder? Außerdem der Klassiker natürlich, ganz klar hier, Erich Kästner. Das doppelte Lottchen, kann man es sehen, ich hoffe. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Beim doppelten Lottchen finde ich es großartig, dass hier gezeigt wird, dass zwei Menschen, eineiige Zwillinge, komplett gleich aussehen und dennoch komplett unterschiedlich empfinden, andere Erlebnisse haben, andere Erfahrungen haben. Das zum einen. Und zum anderen, was ich sehr gut finde, ist, dass
weder der Vater noch der Mutter. Die beiden sind geschieden, jeder hat ein Kind mitbekommen. Die Kinder wussten nichts davon, dass sie mal Zwillinge hatten und erfahren das dann bei einem Feriencamp per Zufall und tauschen dann ihre Plätze, so zum Inhalt. Aber weder der Vater noch die Mutter bekommt mit, dass es das jeweils falsche Kind jetzt zu Hause hat. Das heißt, selbst wenn du jemanden sehr, sehr nahe stehst, kannst du manchmal Veränderungen nicht unbedingt auf Anhieb erkennen. Und es heißt aber auch, dass du, wenn du dir sicher bist, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise ist, also das ist meine Tochter, und du das erwartest, dass du dann eben auch nicht in Frage stellst, dass es auch anders sein könnte. Und das ist daher sehr interessant. Also auch das ein Klassiker, empfehle ich auch durchaus auch mal Erwachsenen einfach mal zu lesen. Was ich ganz toll finde, ist ein Buch hier, Jeremy James von David Henry Wilson. Jeremy James oder Elefanten sitzen nicht auf Autos. Da geht es darum, dass Erwachsene Kinder ignorieren und Kinder nicht für voll nehmen. Denn dieser Titel, Elefanten sitzen nicht auf Autos, das ist tatsächlich der Inhalt. Ein Kind guckt aus dem Fenster und stellt fest, dass ein Elefant auf dem Auto sitzt und versucht das den Erwachsenen zu erzählen. Und hier ist ein Problem, da sitzt ein Elefant auf dem Auto und das Kind wird ignoriert. Also die ganze Geschichte hervorragend gemacht und wirklich auch die Reaktion, als dann erkannt wird, dass da tatsächlich das Auto platt ist. Wunderbar. Kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr gut. Einfach auch, um Kindern Mut zu machen, aber auch das Erwachsene es mal lesen, um auch mal mitzubekommen, wie fühlt sich das für ein Kind an, wenn ein Kind ignoriert wird, wenn ein Kind nicht für voll genommen wird. Dann für Teenager. Honey und Nanny, Annette Blyton, die Buchserie. Es geht auch nochmal um Zwillinge, also auch zwei Kinder, zwei Schwestern, die sich sehr ähnlich sind. Auch eineiige Zwillinge, soweit ich weiß, sind sich unglaublich ähnlich. Die Mutter kann sie noch unterscheiden, das war es aber auch. Und da wird auch sehr häufig mitgespielt. Was interessant ist, die beiden sind dann kommen ins Internat, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen. Und es geht dann so um den Freundeskreis, es geht um die unterschiedlichen Mitschülerinnen, um die verschiedenen Charaktere, was da so alles reinspielt. Da geht es dann darum, beispielsweise in einer der Bücher geht es dann nach auswärts, weil renoviert wird im Internat, kommt man in eine andere Schule und in dieser Schule hat ein Mädchen den Ruf zu petzen, zu denunzieren und zu verraten. Und das Mädchen ist todunglücklich und erzählt dann den beiden eben auch, was der Hintergrund ist, weil sie nämlich eben mal auf ihren kleinen Bruder hat aufpassen müssen und der kleine Bruder ist aber immer sehr lebhaft gewesen, ist auf einer Leiter gewesen und hat sich das Bein gebrochen. Und seither hat sie fürchterliche Angst, dass irgendjemandem etwas passiert. Und immer, wenn sie etwas Gefährliches sieht, berichtet sie das. Das ist so eine von ganz, ganz vielen sehr tollen Geschichten. Also da geht es um Mut, da geht es um Kameradschaft, da geht es um Verantwortung übernehmen. Da geht es darum, wie Fremde beurteilt werden, die neu in den Klassenverband kommen. Was da für Missverständnisse entstehen, was da für Vorurteile auch sind. Die eine Snob, die andere zu still, die andere zu strebsam, die dritte zu laut. Also sehr, sehr gut geschrieben. Auch empfehlenswert. Was ich toll fand, wo ich mich dann auch wirklich beispielsweise wiedergefunden habe, war bei diesem Denunzieren, weil da habe ich dann auch so gedacht, ja, passt. Weil das auch so ein Thema ist, wann denunziert man, wann verpetzt man und wann macht man einfach den Mund auf, weil man selbst die Erlebenserfahrung gemacht hat, dass es sich um eine schwierige, gefährliche Situation handelt und dass man da eben
einschreiten muss. Bei uns war es beispielsweise so, wir hatten ja so eine Kleinstadt eben, überall wurde gegärtnert und einer unserer Nachbarn hat beispielsweise Kartoffeln und Spargel gezogen. Fand ich immer völlig faszinierend, weil ich war ja sowieso immer so ein Gartenkind, Obst, Gemüse, war immer so mein Ding. War ich aber auch schon sehr jung drauf geimpft, egal was du machst. Du bist immer höflich, du bist immer nett, aber du gehst nicht zu diesem Nachbarn in den Garten. Das war aus folgendem Grund. Meine Oma hat mir das erzählt, dass ich das nicht soll, weil es ein Gerücht gab und sie sagte, es gibt das Gerücht, dass dieser Mann sich für Kinder interessiert. So wie andere Männer sich für erwachsene Frauen interessieren, interessiert dieser Mann sich angeblich für Kinder. Daraufhin habe ich dann gefragt, ich war so ein kleiner Stück eben, 6 Jahre alt, und habe dann gefragt, so, okay, soll ich mich von ihm fernhalten? Und dann hat sie mich gefragt, was meinst du? Und dann meinte ich, erstens ist es ein Gerücht, ich weiß nicht, ob es wahr ist. Solange ein Gerücht ist und keine Tatsachen, Fakten vorliegen, ist es einfach nur Dreck. Also behandle ich den Menschen genauso wie alle anderen und bin genauso offen und freundlich wie bei allen anderen auch. Aber ich bin auch vorsichtig. Und das war genau die Linie. Höflich, freundlich, alles. Aber eben nie auch die Einladung eingegangen, rüberzugehen, um dann eben mal kurz was in den Keller, aus dem Keller Konserven zu holen oder ähnliche Dinge, war nicht. War einfach nicht. War auch ganz gut so. Wie sich dann später herausgestellt hat, war es kein Gerücht. Das habe ich dann am eigenen Leib erfahren. Seine Gattin war verstorben. Er war dann irgendwann im Rollstuhl, war dann wieder erneut verheiratet. Ich war dann noch in einem interessanten Alter für ihn. Und ich habe es unterschätzt, weil er im Rollstuhl saß. Wir hatten uns mit der Frau unterhalten. Er ist dann vorweg ins Haus gefahren. Und seine Frau hatte dann gesagt, ja, kannst ja dann nochmal runtergehen in den Keller, da auf der linken Seite beim Regal. Da ist noch, sind noch Kirschen, kannst du mal eben kurz deiner Oma nochmal bringen. Dann bin ich runter. Und dann war er unten im Keller und hatte mich dann gefragt, ob ich ein Bonchen möchte. Wollte ich nicht. Ich war auf Abstand gegangen. Hat mir aber in dem Moment nicht geholfen. Er hat mir dann, hat dann zugepackt, hat meine Hand gehabt und meine Hand in seine Hosentasche gesteckt. Und welche Überraschung, er trug keine Unterhose. Und die Tasche war offen. Ich habe es aber geschafft, mich loszureißen und habe Packengas gegeben. Seine Frau kam mir dann entgegen, war ganz verwundert, was hier los ist. Ich dann nur noch zu meiner Oma und habe dann eben gesagt, was passiert ist. Meine aber auch, alles soweit in Ordnung, mir ist nichts passiert, aber ich wasche mir jetzt die Hände und jetzt erstmal eine Runde lesen. Ich muss jetzt erstmal ein paar Comics zu mir nehmen und irgendwo auf eine andere Welle kommen. Und gab dann noch ein etwas lautes Gespräch zwischen meiner Oma und unserem Nachbarn und damit hatte sich das Thema für mich erledigt, dort rüber zu gehen. Aber ich hatte eben dieses Erlebnis, was passiert, wenn man bestimmte Dinge unterschätzt. Und in dem Fall hatte ich unterschätzt, ich hatte ihn für harmlos gehalten. Da er sich jetzt nun mal in dieser Situation befand, im Rollstuhl saß und ich seine Frau kurz sich vorher noch mit mir und mit uns allen unterhalten hatte und es keine 2 Minuten her war, ich hatte die Situation unterschätzt. Und ich bin ein Jahr später auf einem Kindergeburtstag gewesen, wollte mich dann von dem Kindergeburtstag verabschieden, bin auf der Suche nach der Gastgeberin, also nach dem Geburtstagskind gewesen, mache dann dort das Kinderzimmer auf und decke das Geburtstagskind in der einen Ecke, Splitterfaser nackt und in der anderen Ecke des Raums mehrere Kadetten. Die ging soweit gut und irgendwie schien sie die Situation auch so zu wünschen, warum auch immer. Auf jeden Fall hat sie mich dann gefragt, ob ich mitmachen will. Ich dachte dann nur, nein, danke. Ich habe dann die Tür geschlossen und habe mich dann gefragt, okay, was machst du? Ich hatte die Erfahrung gemacht, Erwachsenen brauchst du nicht kommen.
wenn du einem Erwachsenen versuchst, irgendwas zu erzählen, besonders über deren eigenen Kinder, glauben die dir eh nicht. Ein Kind hat sowieso irgendwie nie irgendwas zu sagen. Die einzige Person, die dir als Kind glaubt, ist deine Oma. Die hat ein Gas. Also ich hatte ein Gas nach Hause, habe von meiner Oma erzählt, was ich da vorgefunden habe. Und sie hat dann eben die Eltern angerufen. Und ich habe dann am nächsten Morgen eine richtige Abreibung bekommen von dem Geburtstagskind. So nach dem Motto, Petze und wie kannst du? Und ja, da war ich dann erstmal so die Petze vom Dienst. Ja, c'est la vie. Also deswegen kann ich das dann auch so nachvollziehen. Also auch dieses Buch, das hatte ich dann danach gelesen. Das fand ich dann richtig erholsam, weil ich habe dann auch so gedacht, na toll, ich bin nicht die Einzige, die so denkt, dass es einen Unterschied macht und zwischen Petzen. Also zwischen gemein irgendwas weitererzählen, einfach aus Gemeinheit, aus Boshaftigkeit oder etwas weiterzuerzählen, weil man denkt, es würde irgendjemanden schützen. Also das ist, also dieses Buch, also Honey und Nanny, gehört zu meinen Lieblingen. Kinder, so, jetzt mehr so in Richtung Erwachsene. Ja, also wenn es um Toleranz geht, Klassiker natürlich Nathan der Weise. Mein Lieblingsbuch von Lessing. Pflichtlektüre für jeden. Sollte man unbedingt. Dann in Sachen Bücher nochmal das Dreiergespann. Und zwar hier von C.S. Forrester. Die Reihe um Horatio Hornblower spielt so im 19. Jahrhundert, also zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Dreht sich um einen jungen Seekadetten aus England. Und dieser junge Mann vereint im Grunde genommen alle drei Möglichkeiten, die ich vorhin genannt habe. Dieses komplett rational, dieses sehr emotionale und das Mischwesen aus beiden. Daher auch hier wunderbar, weil er sehr viele unterschiedliche, schwierige Situationen hat, wo es dann eben die Frage war, was mache ich? Wenn ich jetzt Mut zeige, verliere ich meine Stellung, verliere ich mein Ansehen, geht's besser? Ja, verliere ich mein Ansehen. Also was mache ich? Was ist es das wert, etwas zu tun? Oder halte ich lieber den Mund und mache meine Karriere? Also auch da Horatio Hornblower sehr sehr gut, auch so, weil er auch sehr unterschiedliche Arten und Weisen dann reagiert hat. Einmal sehr, sehr rational, dann auch wirklich sehr emotional und dann aber auch teilweise so abwägend eine Mischung aus beiden. Dann mit den Büchern bin ich jetzt auch bald durch. Ein paar habe ich noch. Dann geht es zu den Fernsehserien und Filmen. Aber hier nochmal ein Buch. In dem Fall ist es eine gekürzte Ausgabe. Das ist ein Buch von, Moment, wie heißt der Autor? Christy Brown. Christy Brown, Mein linker Fuß. Wenn du wissen möchtest, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu sein, wie es sich anfühlt, schwerstbehindert beispielsweise zu sein, nicht so zu sein, wie die Umwelt ist, und wie es sich anfühlt, wie sich dieser Moment anfühlt, wenn dir klar wird, dass du nie so sein wirst wie andere Menschen, dann ist das Buch für dich. Mein linker Fuß. Ich habe das gelesen, wollte das immer schon lesen. Und als ich es endlich geschafft habe, bei dieser einen Szene, als er erkannt hat, dass er nie so sein wird wie seine Brüder, habe ich sofort gedacht, so ja, das Gefühl, das kenne ich. Und das kannst du auch machen, was du willst. Es ist etwas Bestimmtes mit dir passiert und das kannst du nicht die Uhr zurückdrehen und so tun, als wäre das nie gewesen, sondern du hast diese Erlebnisse. Das nochmal zu Büchern. Dann für mich Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Alles, was mit Karl May zu tun hat. Alle Karl May-Bücher, da gibt es dann natürlich klassischen Western. Da geht es dann um die Einschätzung von Menschen,
Egal welche Rasse ein Mensch angehört, egal welcher Religion ein Mensch angehört, ob Islam, Christentum, ob es naturvölkische Religionen sind, oder was auch immer. Da hat Karl May wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Unserer heutigen Zeit natürlich von der Formulierung her ein bisschen gewöhnungsbedürftig und natürlich nicht so politisch korrekt, wie wir uns heute unterhalten würden. Dennoch sehr lesenswert, weil es so dieses Grundgefühl der Gleichberechtigung sehr gut bringt. Und ich würde immer empfehlen, das dann wirklich als Erwachsene mitzulesen und das in den Kontext zu stellen. Also da dann eben auch zu klären, damals war das was ganz Revolutionäres. In der damaligen Zeit gab es eben nur die Weißen und alle anderen waren minderwertig. Und Karl May hat eben als einer der ersten deutschen Schriftsteller, soweit ich es beurteilen kann, gesagt, nee, egal in welcher Rasse du unterwegs bist, du hast überall die Schuften, Halunken und du hast überall die Helden und die Heiligen. Egal in welcher Religion, egal in welcher Rasse, egal in welchem Volk. Und das war für die damalige Zeit wirklich revolutionär und ich finde die Bücher immer noch sehr lesenswert. Die spielen im Wilden Westen, im Orient, in Asien, die spielen in Afrika, aber auch in Deutschland, die spielen in Mexiko, die spielen in Österreich. Also sehr, sehr schön. Auch zu empfehlen. Oh, und dann habe ich büchertechnisch jetzt noch drei Tipps. Grundsätzlich, ich bin ja Trekkie, da komme ich gleich noch zu. Es gibt aber noch drei große andere Science-Fiction-Serien, wenn du mehr so der Science-Fiction-Typ bist. Was ich sehr gut finde, ist Dune. Der Film war nicht schlecht. Den Film habe ich ursprünglich mal, den Originalfilm habe ich gesehen, weil Patrick Stewart alias Captain Picard da mitgespielt hat. Habe aber dann hinterher dann auch die Bücher gelesen von Frank Herbert. Der Film beruht ja auf seiner Bücherreihe. Und auch da geht es darum, um unterschiedliche Blickwinkel und unterschiedliche Rassen, wie man da miteinander umgeht, wie man Unterschiede akzeptiert und einordnet. Und was ich faszinierend fand, es gibt da eine religiöse Gruppierung, nennt sich Bene Gesserit. Und Bene Gesserit haben eine Formel gegen die Angst. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich auch so gedacht, jo, das ist auch so, das ist das, was da geschrieben ist, ist das, was ich schon immer mache. Im Grunde genommen geht es darum, eine Angst nicht abzuwehren und zu ignorieren, sondern eine Angst zu akzeptieren, einmal durch den ganzen Körper laufen zu lassen, voll anzunehmen. Und dann eben auch dadurch dann auch irgendwann loslassen zu können. Also das, was ich ja auch immer mache, dieses mich der Situation, der ängstigenden Situation voll aussetzen und dann eben feststellen, die Angst fließt durch und du stehst immer noch und du lebst immer noch und du bist nicht mit der Brücke abgerauscht. Also solche Dinge. Das Dune. Alles, was damit zu tun hat. Also auch die Dune, die großen Chroniken. Nicht nur Dune, der Wüstenplanet, die einzelnen, die kleine Reihe, sondern auch wirklich die großen Schinken, die großen Chroniken der unterschiedlichen Häuser. Sehr empfehlenswert. Dann Babylon 5. Babylon 5 auch. Eine Science-Fiction-Serie, die viel mehr Beachtung finden müsste, aus meiner Sicht. Geht auch um unterschiedliche Rassen, geht auch um unterschiedliche Arten und Weisen, wie man mit Konflikten umgeht. Die einen eher martialisch, kriegerisch, die anderen eher religiös, philosophisch. Und da denke ich, finde ich, es auch sehr gut, dass da eben so dieser Vergleich da ist, so dass du dir da auch aussuchen kannst, welche dieser Wege wäre so dein Weg. Denn jeder dieser Wege führt auf unterschiedliche Arten und Weisen auch wirklich immer zum gewünschten Ziel. Mal mehr, mal weniger, mal mehr so das Kriegerische, mal mehr so das Philosophische. Also sehr abwechslungsreich. Und vor allen Dingen, es sind wirklich sämtliche Möglichkeiten, sämtliche Methoden da drin. Also auch das. Und natürlich Star Trek.
Es gibt jetzt, ich denke, es gibt inzwischen so um die 300, 400 unterschiedliche Romane. Sowieso sehr empfehlenswert. Dann gibt es die diversen Star Trek-Serien, auch wieder aktuell wieder sehr viele neue Serien. Anfangen solltest du tatsächlich mit der Klassik-Serie, also mit Star Trek Classic. Die Serie ist schon mal genial, weil dort sehr viele Tabus innerhalb der Serie gebrochen worden sind, die uns heutzutage lächerlich vorkommen, aber die damals ein echtes Thema waren. Wie beispielsweise der erste Rassenkuss. Und auch das war nur möglich, weil dann eine große, übermächtige Macht eingeschaltet wurde, die einen weißen Mann und eine schwarze Frau gegen ihren Willen dazu zwangen, sich zu küssen. Aber trotzdem, es war der erste Kuss zwischen zwei Rassen im amerikanischen Fernsehen, überhaupt auf der ganzen Welt. Und in Amerika ist diese Folge dann auch in vielen Gebieten der USA auch erstmalig dann auch überhaupt nicht ausgestrahlt worden. Also das war ein langer Weg. Aber die Serie an sich hat sehr, sehr viele Türen und Tore geöffnet. Bei Star Trek geht es immer um dieses Dreiergespann, also zumindest in der Klassikserie, zwischen dem extrem emotionalen und sehr tief empfindenden Dr. McCoy, zwischen dem extrem rational denkenden und unterkühlt wirkenden Spock und zwischen dem mutigen, draufgängerischen, aber auch sowohl emotional empfindsamen als auch grüblerisch rational nachdenklichen Captain Kirk. Diese drei Figuren fußen auf, ich habe ihn vorhin erwähnt, Horatio Hornblower. Deswegen bin ich beispielsweise auf Horatio Hornblower gekommen, weil ich einmal in einer Biografie über Gene Roddenberry, den Erfinder von Star Trek, gelesen habe, dass er diese drei Figuren auf der einzelnen Figur Horatio Hornblower hat basieren lassen. Also darauf ist es ganz aufgebaut. Mal so eines Hintergrund lassen. Bei Star Trek, bei den Büchern wiederum, gibt es eine Unzahl an tollen Themen. Und ich habe euch hier meine aktuellen vier, es sind tatsächlich vier, nur vier von meinen diversen Hunderten. Der Feind mein Verbündeter von Diane Yoon. Im Grunde genommen geht es darum, es geht einmal um die Föderation, also Menschen und Co. und alle, die der menschlichen Föderation angeschlossen sind. Dann gibt es das Romulanische Reich, von dem man nicht so viel weiß. Sehen aus wie Vulkanier. Vulkanier und Romulaner sind auch miteinander verwandt. Romulaner sind vor Urzeiten mal von Vulkan verstoßen worden und haben sich ihr eigenes Reich aufgebaut, weil sie eben mit diesem pazifistischen Wesen der Vulkanier nichts am Hut haben wollten. Deswegen sind sie da. Nun gibt es im Romulanischen Reich ein Problem und innerhalb des Romulanischen Reiches kann die haupthandelnde Person niemandem vertrauen und wandelt sich deswegen an den Erzfeind, an Captain Kirk von der Föderation, mit dem man schon Schlachten geschlagen hat, weil der Feind, den man kennt, dem kann man dann eher vertrauen. Die beiden müssen zusammenarbeiten und da kommt eben auch sehr viel zur Sprache, was unterschiedliche Kulturen angeht. Also Sichtweisen, also die Religion der Romulaner wird dann sehr ähnlich dargestellt wie dem Shintoismus, also es geht dann mehr so in, dass überall Geister innewohnen, dass Namen eine sehr große Bedeutung haben. Das ist dann so die Gemeinsamkeit mit anderen Religionen, die wir ja auch im Judentum oder im Christentum haben, mit dem Namen, dass das auch eine besondere Bedeutung hat. Also auch, da geht es um unterschiedliche Kulturen. Wie geht man damit um, wenn man jemanden, dem man absolut nicht traut, plötzlich vertrauen muss? Wie geht man damit um, wenn man jemanden, den man für einen Feind hält, für das kleinere Übel ansehen muss,
was macht das und was verändert das dann in der grundsätzlichen Feindseligkeit? Also sind nachher aufgrund der politischen Situation nach wie vor auf unterschiedlichen Seiten, aber haben ein besseres Verständnis füreinander gefunden. Das war so für mich, ich habe das Buch ja, ich lese solche Bücher dann auch immer so mit Vergleich auf historische Begebenheiten und gesellschaftliche Situationen. Und das hat mich sehr, sehr stark so an die Situation erinnert, Kalter Krieg, Ost-West-Konflikt. Also das ist hier der Feind, mein Verbündeter, unterschiedliche Kulturen kennenlernen. Dann finde ich sehr, sehr gut erstmal das hier. Spocks Welt. Auch nochmal von Diane Dune geschrieben. Da geht es tatsächlich um die Welt und die historische evolutionäre Geschichte des Planeten Vulkan, von dem Spock ja stammt. Und das hat mir beispielsweise sehr gefallen, weil es dann darum ging, sehr aktuell, dass es die Bestrebungen, politischen Bestrebungen von einigen Unzufriedenen auf Vulkan gibt, dass Vulkan sich aus der Föderation verabschiedet. Gewisse Parallelen lassen sich jetzt hier nicht leuchten. Also wenn man jetzt so an Brexit denkt oder auch an andere Bewegungen, die dann eben sagen, lasst uns die EU verlassen. Das ist wirklich so, das ist ein Plädoyer für Vielfalt. Also das ist wirklich so die Geschichte, was dafür spricht, sich zu isolieren. Also auch die Argumente für die Isolation werden sehr gut hervorgebracht und werden auch besprochen, was durchaus dafür spricht, warum man daran denken könnte, sich zu isolieren, warum man von anderen Menschen oder von anderen Nationen nichts mehr wissen möchte. Und auch, was dafür spricht, zusammenzuarbeiten und was man voneinander lernt. In der Hinsicht ist dieses Buch sehr gut. Und in der Geschichte Vulkans kommt es vor, dass in der Urgeschichte das Äquivalent vom menschlichen Neandertaler eben auf Vulkan eine Gotteserfahrung macht, in dem Sinne, dass dass er plötzlich ein riesiges Wesen aus dem Sand hochkommt, wahrscheinlich eine intelligente Lebensform, und mit ihm kommuniziert. Und mehrere Jahrtausende später, zur Zeit Spocks, unterhält sich Spock eben mit seinen Freunden darüber, dass das passiert ist. Und der Kommentar von McCoy kommt, ungläubig, sie wissen also, dass es Gott gibt. Und von Spock kommt ganz trocken, ja, aber macht das Leben auch nicht leichter. Zu wissen, dass es Gott gibt, ändert nur die Art der Fragen. Aber es löst nicht das Rätsel, sondern es ändert nur die Art der Fragen. Und dieser Satz war auch für mich sehr interessant, weil das so zwei Sachen bei mir ausgelöst hat. Erstmal, ja, natürlich, das ist richtig. Es ist so, es ändert nur die Art der Fragen. Es erleichtert nicht das Leben, es ändert nur die Art der Fragen. Zu wissen, dass es Gott gibt, dass Gott existiert und dass es kein Glaubensding ist, sondern dass man es wirklich weiß, weil man diese innere Verbindung mit ihm hat. Und das Zweite, was mir durch das Buch klar wurde, ist, war dann eben so tacker, 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 wieso fragt McCoy das eigentlich? Und das war so für mich so auch so eine Erklärung, warum Menschen nicht an Gott glauben, weil die ihn anscheinend nicht spüren. Das war für mich dann auch so eine Erkenntnis, wo ich dann so gesagt habe, okay, das erklärt dir jetzt auch einiges. So, aber okay. Dann hier Mord an der Vulkanakademie. Das fand ich wiederum sehr schön, weil da geht es tatsächlich um Mord und Totschlag, um Krimi und Eifersucht. Und eine Frau will unbedingt eine Frau ist hinter Sarek, hinter dem Vater von Spock hinterher und will ihn unbedingt haben und ist auch sich nicht zu fein, alle anderen aus dem Weg zu räumen und Leichenpflastern ihren Weg in dem Sinne. Was ich da sehr gut fand, war, es gibt da eine Situation, wo Sareks Frau, also Amanda, die Mutter von Spock,
in Gefahr gerät. Und Sarek, der coole, rationale Vulkanier, der eben dazu erzogen wurde, nie seine Gefühle zu zeigen, der alles rational angeht, völlig die Beherrschung verliert und an Kollegen vorbeistürmt und sich auch nicht von anderen Vulkaniern irgendwie aufhalten lässt, sondern dann nur ruft, meine Frau, und bis er dann zur Tür kommt von dem Krankenzimmer, das ist abgeschlossen und er kommt nicht rein. Und er bricht tatsächlich vor lauter Emotionen dann die Tür aus den Angeln, weil er so emotional ist, er spürt, dass seine Frau in Gefahr ist, er kriegt dann das Zahlenschloss nicht auf. Und du der Experte, aber dazu ist er dann nicht in der Lage. Und das ist dann auch so ein Zeichen dafür, das kannst du gut lesen, um zu verstehen, was passiert, wenn du in Panik gerätst. Was passiert, was macht das emotional mit dir, was löst das in deinem Körper aus und was löst das so emotional und geistig aus, wenn du in Panik gerätst? Wenn du ganz tief, also wenn du die akute Angst hast, Furcht hast und dann in Panik gerätst. Das ist also dafür sehr gut geeignet. Und letzter Star Trek-Band, Uhuras Lied. Da geht es um eine Seuche, die ausbricht. Die Föderation versucht verzweifelt ein Heilmittel zu finden. Es betrifft hauptsächlich erstmal katzenartige Wesen, intelligente Lebewesen, katzenartig. Geht dann aber auch auf andere Rassen über und man versucht ein Heilmittel zu finden. Jemand erinnert sich an ein Lied und dieses Lied erzählt von einer Heimat und dann kommt so der Gedanke auf, vielleicht auch der Heimat. Auf dem Heimatplaneten gibt es eventuell ein Heilmittel. Keiner redet über die Heimat, das ist ein großes Geheimnis. Und später stellt sich raus, man fühlte sich schuldig, man fühlte große Schande, hat den Planeten verlassen, weil man der Umwelt des Heimatplaneten geschadet hat. Auch das wieder ein höchst aktuelles Thema. Man hat also der Umwelt des Heimatplaneten geschadet. Es sind Arten vernichtet worden, unwiederbringlich verloren. Und man ist dann eben so beschämt gewesen, weil man sich von der Natur abgewendet hat, in der Stadt gelebt hat, nicht auf andere gehört hat, dass man dann eben den Planeten verlassen hat. Jetzt kommen sie auf den Heimatplaneten und da will keiner mit ihnen reden, weil, jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema, Kinder werden nicht ernst genommen. Zum einen, alle denken, sie wären Kinder, weil es dort einen Ritus gibt, den Ritus des Wanderns. Man muss bestimmte Strecken hinter sich bringen, um eben dann als Erwachsener akzeptiert zu werden und eben um über sogenannte Tabuthemen sprechen zu können. Das haben wir ja in unserer Gesellschaft auch. Es gibt Themen, die nicht mit Kindern besprochen werden, warum auch immer, gibt es leider. Einige Erwachsene sind nach wie vor der Meinung, dass bestimmte Themen nicht mit Kindern besprochen werden dürfen. Aus meiner Sicht ist das Schwachsinn und hier dieses Buch zeigt wunderbar, wie gefährlich das ist. Also es ist sehr gefährlich, Themen auszulassen und Themen nur mit anderen Erwachsenen besprechen zu wollen. Was hier auch sehr gut ist, ist das Thema mit Vergessen. Also alle versuchen, die Schande der Vergangenheit zu vergessen. Und auch das ist ein aktuelles Thema, ein sehr aktuelles Thema, das man eben nicht vergessen darf. Nur wer aus der Geschichte lernt und Geschichte kennt und Geschichte verarbeitet und versucht, sie in der Zukunft nicht zu wiederholen, kommt im Grunde genommen weiter und rettet Leben. Und dementsprechend auch dieses Buch sehr, sehr gut. Da geht es um Freundschaft, da geht es auch um Mut, da geht es um Ausdauer, da geht es darum, den Weg weiter zu verfolgen, wie schmerzhaft es auch immer ist und auch die Konsequenzen zu tragen, die eben dann teilweise auch sehr heftig sein können. Auch sehr gut. So, das war es jetzt in Richtung Star Trek, aber da gibt es noch, also Star Trek fange ich mal lieber nicht weiter an. Jetzt kommen wir aber endlich zu den Filmen und Serien. Also sowieso, wie gesagt, Fernsehserien, natürlich auch ganz klar, Babylon 5, alles, was mit Star Trek zu tun hat. Alienation, auch eine Science-Fiction-Serie, finde ich auch sehr schön. Geht auch um eine außerirdische Rasse, die hier
auf dem Planeten landet, besteht aus Sklaven, ist ein Sklavenschiff. Und sowohl die Sklaven als auch die Aufseher sind gelandet und die Aufseher verschwinden sozusagen in der Masse der Sklaven und tauchen damit unter. Und die Sklaven werden als nicht als Menschen angesehen, sondern mehr so als Mitglieder der Gesellschaft zweiter, dritter, vierter Klasse. Und da geht es dann eben auch darum, was machen wir, wenn sowas passiert und da diese Rasse ist dann in vielerlei Hinsicht dem Menschen auch noch überlegen, sowohl intellektuell als auch kräftetechnisch, was zu Minderwertigkeitskomplexen führt und wie man dann einander kennenlernt und wie man dann voneinander profitiert und wie man voneinander von der Vergangenheit lernt, voneinander erfährt. Sehr schön. Alienation heißt das Ganze, auch eine amerikanische Serie. Wer mehr so auf Western und Co. steht, Bonanza. Für die ganze Familie Bonanza, Bonanza, Bonanza. Kleine Warnung vorweg, so die ersten zwei, drei Folgen sind ein bisschen so eigentümlich. Da hat man so das Gefühl, das ist irgendwie so Kasperle-Theater. Hängt damit zusammen, dass dem Schauspieler Lorne Greene, anderen wahrscheinlich bekannter, so aus Kampfstern Galactica, die ursprüngliche Serie, also Lorne Greene hat hier den Vater gespielt, den Ben Cartwright. Und dem war nicht so ganz bewusst. Der hat anscheinend als Vorlage bekommen, du bist der Vater und das alles ist mehr wie so ein alt, du bist ein alter Seemann und so sollte er da auftreten. Und das war ist mehr so, also die ersten Folgen mehr so klabautertechnisch aufgebaut. Also nicht so das, wo ich sage, macht Spaß. Also ersten Folgen. Aber haltet durch, weil die Serie lohnt sich. Er ist alleinerziehender Vater, zieht seine drei Söhne groß, baut sich dort in der Wildnis eine riesige Ranch auf. Und was ich bei dieser Serie sehr gut finde, ja, sie schießen, ja, sie kämpfen auch mit ihren Fäusten ihre Kämpfe aus. Das ist alles so, aber sie machen das immer erst als allerletztes Mittel, wenn gar nichts anderes mehr geht. Und die tragen wirklich auch zur Völkerverständigung bei. Sämtliche kulturellen Probleme, die es bis dato in Amerika gab, in den USA und eben auch jetzt in Europa. Also Einwandererprobleme, Menschen zweiter, dritter Klasse, in Anführungsstrichen, bitte schön, möchte ich das verstanden wissen. Also in dem Fall, wie ist das mit Iren? Wie ist das mit Italienern, die dazuziehen? Wie ist das mit den ursprünglichen Einwohnern, mit den Indianern? Wie ist das mit Holländern, die dazukommen? Wie ist das mit der schwarzen, also der afroamerikanischen Bevölkerung, mit den Diskriminierungen? Wie ist das mit der Gleichberechtigung von Frau und Mann? Wie ist das mit dem Akzeptieren und Wahrnehmen von Kindern in diesen ganzen Zusammenhängen? Wie ist das mit unterschiedlichen Religionen? Wie ist das auch mit unterschiedlichen christlichen Konfessionen gegenseitig sich zu respektieren? Das ist wunderbar geschrieben. Also hier die Serie als TV-Serie kann man sich immer zwischendurch mal ansehen und es wird immer wieder, geht auf unterschiedliche Lösungen ein. Es geht auch beispielsweise um Industrialisierung. Es geht um Bergbau. Und den Abbau von Bergbau, also das Verschwinden von Bergbau und die Neuorientierung in andere Industrie- und Wirtschaftszweige. Wie macht man das? Wie geht man damit um, wenn plötzlich die Goldminen nichts mehr herbringen? Wo sollen die Arbeiter hin? Was machen die dann? Auch wieder ein aktuelles Thema. Ich sage jetzt einfach mal nur Kohlebergbau. Also es ist, also auch da kann ich nur sagen, es gibt unglaubliche Parallelen, wo man dann einfach mal gucken kann, wie sind die denn damit umgegangen in dieser Serie? Also die Regisseure, die Autoren, die diese jeweiligen Folgen geschrieben haben, haben wirklich sämtliche gesellschaftliche Themen abgedeckt. Oder wie ist das, wenn du einen Unfall hattest und plötzlich querschnittgelähmt bist, wenn du einen Unfall hattest und nicht mehr sehen oder nicht mehr hören kannst, wenn du plötzlich auf die Hilfe anderer angewiesen bist? Wie ist das, wenn du älter wirst und vergesslich? Wie wird das? Wie ist das, wenn du
von einem tollwütigen Tier angefallen bist und zum dadurch im Grunde genommen zum Tode verurteilt bist, wie ist das mit den letzten Tagen? Wie regelst du deine letzten Angelegenheiten? Alles in dieser Serie. Sehr, sehr schön. Also Bonanza. Da habe ich jetzt kein Beispiel für High Chaparral. Auch eine Western-Serie. High Chaparral, ein Witwer mit seinem Sohn und ein paar Leuten, geht nach Mexiko und baut sich dort ein neues Leben auf, heiratet eine Mexikanerin. Da sage ich jetzt auch mal Holla. Das ist die einzige Serie und auch der einzige Fernsehbereich, wo ich wirklich einen Mexikaner und eine mexikanische Familie in einer Hauptrolle sehe. Auch da sehr gut gemacht, also auch bei den Mexikanern, bei den Texanern, bei den Indianern, in allen Bereichen gibt es Helden, die Guten, und auch in allen Bereichen gibt es die Schurken und die Schlechten, durch alle Religionen und durch alle Rassen hinweg, auch durch alle militärischen Richtungen, Konföderierten. Und das ist sehr gut. Also auch Gleichberechtigung und Unterschiede, wie geht man mit Unterschieden um, wie geht man damit um, wenn mit alten Ansprüchen, mit alten Territoriumsansprüchen, mit neuen Territoriumsansprüchen, wie kommt man da zu einer Einigung, so dass alle Beteiligten da wirklich auch mit diesen Grenzen dann noch leben können. Wer es mehr so ein bisschen humorvoll mag, dem empfehle ich folgende, nicht Serien, sondern folgende Filme. Zum einen Tess und ihr Bodyguard. Da geht es um Hartnäckigkeit, um Erwartungshaltungen von der Lady in Rot hier in der Mitte, die wirklich Haare auf den Zähnen hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und um Nicolas Cage dahinter, der den Bodyguard für sie gibt und wirklich alles tun muss, bis sie zu ihm vertraut und dann auch seine Arbeit machen lässt. Sehr, sehr witzig gemacht, aber auch spannend. Ist definitiv eher sowas für, ich würde mal so sagen 16 plus. Dann habe ich hier diese kleine Filmreihe mit dem Doktor. Aber Herr Doktor, Hilfe, der Doktor kommt, Doktor Ahoy. Da geht es um englischen Humor. Also wer so den englischen Humor sehr liebt, ist hier sehr gut aufgehoben. Da geht es auch um Mut. Da ist ein Medizinstudent oder eine Gruppe Medizinstudenten. Es fängt erstmal mit einer Gruppe Medizinstudenten an, die alle so ihren Weg gehen müssen. Und das finde ich hier sehr gut, natürlich auch jede Menge Fehler machen und die mit den Fehlern irgendwie klarkommen müssen und die Fehler ausbügeln müssen und die trotzdem trotz ihrer Fehler eben irgendwie weitermachen müssen. Das ist also auch so Mutmachfilme, lustige Mutmachfilme für die ganze Familie. Also da kann auch schon 6, 7 Jahre altes Kind mit mal vorm Fernseher sitzen und das mit ansehen. Sehr schön und was zum gemeinsamen Lachen. Dann für auch nochmal so in Richtung Romantik, wer so mehr in Richtung Romantik gehen möchte, Der König und ich mit Jules Brunner. Sowohl der Film als auch die Serie, da geht es auch um unterschiedliche Arten und Weisen, wie man mit Kulturen umgeht und mit Erwartungshaltung, mit dem Verhältnis Mann-Frau und wie beide Fronten da wirklich aufeinander zugehen. Einmal sehr patriarchisch eingestellte Person, der König, und eine eher emanzipierte englische Dame, die dann zueinander finden müssen und Freunde werden. Auch sehr, sehr gut gemacht. Wenn es um Außenseiter geht, wer da mehr so nochmal die Spannung möchte, Richtung Western nochmal die glorreichen 7, wo es dann eben auch darum geht, dass der wahre Held der Außenseiter ist. Also die Außenseiter sind die Helden, diejenigen, die ausgegrenzt sind, haben eben auch das Recht, wie
das gleiche Recht wie alle anderen Menschen zu leben und ihrer Arbeit nachzugehen. Und die Helden, die Quasi-Helden, sind eben auch zerrissene Persönlichkeiten und eben auch sowohl die Standardhelden als auch die Außenseiterhelden. Also auch so der Mix, der ja auf dem Original Die Sieben Samurai beruht von Akira Kurosawa. Und das ist natürlich dann noch besser. Da geht es dann auch um, ja, auch nochmal um den Bruch zwischen Tradition und Moderne. Das kommt hier natürlich noch im Original noch weitaus besser nochmal raus. Also das ist auch nochmal so der Zeitenwandel. Ausgrenzung durch gesellschaftliche Schichten und Klassenbildung. Ja, dann drei Sachen habe ich noch, dann bin ich durch. Wer nochmal in Richtung Lachen, nochmal in Richtung Humor, was ich auch sehr schön fand, war King Ralph. Trauriger Anlass, Attentat auf die britische Königsfamilie. Man sucht nach einem Nachfolger und man findet ihn in den Familienchroniken ganz, ganz weit weg. Ein Amerikaner, der auch typisch amerikanisch mit sämtlichen Klischees bedacht wird, also mit Etikette nicht in Verbindung gebracht werden kann. Absolut nicht. Und trotzdem schafft dieser Mann es, obwohl er da überhaupt nicht hineinpasst, mehr Stil zu zeigen als die vermeintlichen korrekten Personen, die vermeintlichen Könner, die vermeintlichen Wissenden. Auch sehr schön gemacht, weil es zeigt, dass ein Außenseiter sehr viel erreichen kann, zum einen. Und zum anderen, was es bedeutet, die Entscheidung zu treffen, Verantwortung zu übernehmen oder Verantwortung an andere abzuschieben. Und was es aber auch bedeutet, wenn die Verantwortung abgeschoben wird und man merkt, dass das die falsche Entscheidung war, dass man sich dann eben auch nochmal neu besinnen kann und eben nochmal anders entscheiden kann. Dann für alle, die so ein bisschen, ja, das ist ja jetzt hier alles so Fantasie und das hat ja nichts mit Realität zu tun, denen möchte ich hier nochmal so ein bisschen was zeigen, was so von mehr so dokumentarischen Charakter hat. Sauerbruch, kann man es sehen. Sauerbruch, das war mein Leben. Ich habe sowohl das Buch gelesen als auch den Film gesehen. Beides ist gleich gut. Sauerbruch, wer es nicht so auf dem Tablet hat, dem verdanken wir, dass es Herzoperationen gibt. Ohne ihn wäre es nie möglich geworden, den Brustkorb zu öffnen, ohne dass ein Patient stirbt. Das haben wir also ihm zu verdanken. Er hat die ersten Druckkammern entwickelt, sodass solche Operationen durchgeführt werden konnten. Unter anderem. Er hat unter anderem aber auch beispielsweise sehr, sehr tolle Prothesen, Armprothesen entwickelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sehr viele Menschen auf Prothesen angewiesen. Und er hat diesen Menschen die Hoffnung wiedergegeben, dadurch, dass er ihnen ermöglicht hat, einer Arbeit nachgehen zu können. Und er war auch einer von denen, die bei der Behandlung, so wie es jeder gute Arzt machen sollte, keine Unterschiede gemacht hat zwischen Freund und Feind, sondern er braucht die Hilfe am dringendsten. Das ist auch so ein Grundkonzept, was ja nicht nur Ärzte haben, sondern was jeder Mensch haben sollte. Vergleichen. Geht es dir jetzt gerade dreckiger oder geht es mir jetzt gerade dreckiger? Und wer braucht jetzt zuerst, also wessen Bedürfnisse stehen jetzt akut im Vordergrund und Kontrolle, wie sieht das morgen aus, wie sieht das übermorgen aus, wer ist jetzt dran? Das ist also so das Urverständnis der Gleichberechtigung für mich. Und dann als allerletzten Tipp für dranbleiben, üben, üben, üben. Ihr wisst, ich habe diesen Sprachfehler, der ab und zu nach wie vor durchkommt mit Tasse und mit Tasche.
wenn ich einen anstrengenden Tag habe und viel spreche und dann was erzählen möchte, emotional bin, dass ich mich dann eben verspreche und dann eben, dass ich nehme jetzt mal eine Tasse Tee, sage, ich nehme jetzt mal eine Tische Tee oder ähnliches und dann für Gelächter sorge oder auch mal irre mit Orten oder ähnlichen Dingen. Das hat damit zu tun. Und ein Film, der so in diese Richtung geht, Musical, Theaterstück und eben auch verfilmt, ist My Fair Lady. In dem Fall mit Audrey Hepburn, mit der unvergesslichen, unerreichbaren Audrey Hepburn und mit Rex Harrison. Wunderschöner Film. Da geht es um ein Blumenmädchen, gespielt eben von Audrey Hepburn, und um einen Sprachwissenschaftler, Rex Harrison. Und er versucht jetzt eben eine Wette zu gewinnen, also so ein Experiment zu machen und sagt, egal, wen sie mir vorsetzen, und wenn es noch der schlimmste aller Dialekte und ist und das schlimmste Mundart und unverständlich ist und unterstes Gassenniveau, egal wen sie mir vor die Nase setzen, ich mache aus demjenigen einen pickfeinen Herrn oder eine pickfeine Dame. Dann hört er dieses Blumenmädchen sprechen, das eben Fäkalsprache sehr stark benutzt, keine Grammatik beherrscht, nuschelt, keine klare Aussprache hat, aber eben ihre Frau steht, im Leben steht. Ich eben nur nicht auf diese Art artikulieren kann. Und sie nimmt da unter die Fittiche, zu ihrem Erstaunen und zu ihrer großen Skepsis, vertraut ihm also ganz, ganz lange nicht, vertraut sie ihm irgendwann. Dann schafft sie das auch alles. Die beiden verlieben sich ineinander, ohne dass er sich das eingestehen mag, dass er sie liebt. Also auch eine ganz witzige Geschichte. Also ich finde diesen Film sehr schön, weil es wirklich so einmal so dieses Rationale zeigt und dass dieses Rationale in dem Fall wirklich geschlagen wird durch das Emotionale und dass sie, die sehr emotional ist, auf ihre Art, sowohl durch die Emotionen als auch dann durch ihre verständige Reaktion, dann auch wieder ihn schlägt in seiner völligen Rationalität. Also da drehen sich so wirklich, also die beiden gleichen sich an und da werden die Rollen auch wirklich dann auch noch vertauscht und herrliches Stück. Also wunderbar, My Fair Lady. Also wenn du Probleme in Richtung Sprache haben solltest, in Richtung öffentliche Rede oder Angst hast, mal vor Personen zu sprechen oder wenn du mal eine Rede halten musst oder ein Webinar hältst oder ähnliches, das ist wirklich ein schöner Film, um einfach zu zeigen, wie du da hinkommst, um da sicherer zu werden, wenn du irgendwelche Dinge hast, wo du sagst, ich habe Probleme damit, mit dem SS oder mit dem Sch. Also, auch sehr schön. Ja, das waren so meine Medientipps. Ansonsten, was ich sonst noch so empfehlen kann, ist in Richtung Mut und in Richtung Gelassenheit am Ball zu bleiben. Immer wieder es zu versuchen, in kleinen Schritten immer wieder ranzugehen, dich nicht unterkriegen zu lassen, es drauf ankommen zu lassen, im Falle eines Falles, einen Weg zu gehen und um das alles machen zu können, erstmal deine Haltung zu finden. Ich fasse nochmal zusammen, ganz, ganz kurz zusammen, komprimiert. Das Wichtigste ist wirklich, dass du dir eine Meinung bildest. Egal zu welchem Thema, bilde dir eine Meinung, informiere dich in verschiedenen Richtungen, nicht nur in deiner eigenen Filterblase, sondern guck auch noch ganz links und nach ganz rechts, auch wenn es weh tut, einfach um die Sprache kennenzulernen, welche Sprache dort gesprochen wird, welche Begriffe häufig fallen, welche Ideen dort vertreten werden, welche Theorien man jeweils verfolgt, welche Ziele jeweils verfolgt werden, um das zu verstehen. Finde deine eigene Position, finde deine Argumente, überlege dir, was wäre so das Schlimmste, was passieren könnte in sämtlichen Situationen. Mach dir vielleicht auch mal eine Liste, welche dämlichen Sprüche hast du schon gehört,
in Richtung Frauenfeindlichkeit, Männerhass, Homophobie, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit. Überleg dir einfach mal, welche Sprüche kennst du so? Was ist dir untergekommen? Und was könntest du darauf antworten? Also, wie stellst du dich zu dem jeweiligen Ding? Hol dir die nötigen Informationen, also so die Standardsachen wie, wer hat die Autobahn tatsächlich bauen lassen und wieso? Was ist der Hintergrund? Also solche Dinge. Also dass du einfach so die Informationen einholst, dir dann überlegst, wie kannst du in so einer Situation dann reagieren und dann wirklich üben. Üben, üben, üben. Und dann eben für dich entscheiden, was machst du? Machst du das große Paket? Gehst du direkt Konfrontation drauf zu und greifst dir das größte Problem und gehst es an? Oder machst du mehr so kleine Schritte und steigerst dich dann? Das ist auch so unterschiedlich, je nachdem, was du bisher erlebt hast. Also wenn du viel schon mitgemacht hast, ist es vielleicht auch eher einfacher, dir gleich den Großen rauszukrallen. Wie man das dann in der Selbstverteidigung eben auch als Frau lernt, man nimmt sich den Großen vor und macht den einen Kopf kürzer, anstatt sich den Kleineren vorzunehmen. Also das ist, oder aber du hast eben die Erfahrung gemacht, bisher war dein Leben völlig in Ordnung und das ist das erste Mal, dass du den Mund aufmachen möchtest, das erste Mal, dass du dich positionieren möchtest. Dann fang kleiner an, fang erstmal vielleicht an im Familie oder im Freundeskreis, such dir jemanden aus, wo du sagst, okay, das ist ein lockerer Bekannter. Und da werde ich jetzt mal rausfinden, wie die Situation ist. Und wenn er sich dann bei mir verabschiedet aus meiner Freundesliste, dann finde ich das schade, aber ich kann damit leben oder ähnliche Dinge. Also dann vielleicht so in diese Richtung zu steigern. Dann nächstes, bleib am Ball. Dann vergiss es, perfekt sein zu wollen. Du wirst Fehler machen, du wirst dich auch darüber ärgern, dass dir mal nicht das Richtige einfällt, du wirst dich darüber aufregen, dass du nicht richtig reagieren kannst. Es kommt aber nicht darauf an, wie oft du Fehler machst und wie oft du Mist baust und wie oft du hinknallst, sondern es kommt darauf an, wie oft du aufstehst und wie oft du eben dich dann wieder entscheidest, wieder Kontra zu geben und wieder dagegen zu halten und was eben häufiger vorkommt, das Aufgeben oder das Dagegenhalten. Du solltest zusehen, dass das Dagegenhalten häufiger vorkommt als das Aufgeben. Das ist der Weg, wenn du versagst. Jeder versagt. Akzeptier das, versuch das nicht zu verdrängen, versuch das nicht abzuhaken, sondern versuch das anzunehmen und versuch daraus zu lernen und dann eben deinen Weg in anderer Form weiterzugehen. Und diese Haltung, die du für dich gefunden hast, kommuniziere sie in deinem Umfeld, kommuniziere sie auf die Art und Weise, die dir möglich ist, sei es im persönlichen Gespräch, sei es in der Predigt, falls du Pastor, Pastorin sein solltest, sei es in einem Social-Media-Kanal oder sei es auf deiner Webseite oder sei es in einer Zeitung, in Form eines Leserbriefes, was auch immer du denkst, was für dich richtig ist, tu es. Trag bei, was du beitragen kannst. Du bist nicht diejenige oder derjenige, der die Welt retten kann. Und nein, du wirst auch nicht den riesigen Unterschied für die Gesamtsituation machen. Aber wenn jeder von uns einen kleinen Beitrag leistet und das jeder von uns tut, dann haben wir ganz, 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 ganz viele kleine Beiträge. Und auf die Art und Weise haben wir ja eine Menge mehr erreicht, als wir im Moment erreicht haben. Vielleicht kommen wir dann ja tatsächlich mal wirklich dahin, dass wir nicht nur Betroffenheit und Solidarität zeigen, wenn es zum schlimmsten Vorkommnis kommt, zum Attentat, zum Mord und Totschlag, sondern vielleicht schaffen wir es dadurch dann, dass unser Alltag sich wirklich ändert und dass unser Alltag sich verbessert, dass unser Miteinander sich ändert, dadurch, dass wir lernen, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu streiten, Streit auszuhalten, zu ertragen, dass ein anderer eine andere Meinung hat und eben zu ertragen, dass man vielleicht auch die Meinung des anderen nicht ändern kann und einen Weg zu finden, trotzdem den Menschen an sich zu respektieren. Vielleicht die Ansichten abzulehnen, aber den Menschen an sich eben nicht abzuschreiben,
sondern wirklich sich dann auf die sachliche Ebene zu begeben oder auch durchaus vielleicht auch auf die emotionale Ebene, je nachdem, was für Mensch du bist. Aber eben zu trennen einmal zwischen dem, was dich inhaltlich stört und der Person, die das verbreitet, was dich inhaltlich stört. Dass wir wirklich alle mehr miteinander diskutieren, mehr miteinander sprechen und die Kommunikation nutzen. Wir haben einen Mund, wir haben zwei Ohren. Wir können miteinander sprechen, dass wir das eben mehr nutzen und unterschiedliche Meinungen kennenlernen und Erfahrungen austauschen. Wie geht jeder von uns mit Ausgrenzung um, mit Diskriminierung um? Wer hat welche Erfahrungen gemacht, in welchem Zusammenhang? Was hat geklappt vom Umgang her? Wie ist man damit fertig geworden? Wann hat man versagt? Was hat geklappt oder auch nicht? Und wie kann man es eventuell besser machen? Und was kann man sich von einem anderen abschauen? Also das sind einfach Dinge, die wir voranbringen müssen. Ja, das war's jetzt für heute. Längster Termin, aber es waren ja auch sehr, sehr viele Tipps. Ich hoffe, da war was dabei. Wenn du noch mehr Tipps brauchst oder einen ganz anderen Tipp hast, wo du sagst, Mensch, das Buch, das fehlte mir jetzt hier aber in der Aufzählung oder die Fernsehserie oder der Film, kennst du das denn? Und das hat mir oder meinem Kind oder meinem Schwiegersohn oder meiner Tante oder wie auch immer weitergeholfen in der und der Situation, dann tu mir den Gefallen, poste das, schreib mir das irgendwie drunter, freue mich darüber. Ich werde das jetzt so machen, dass ich diese sechsteilige Serie von Quersprech zum Thema Diskriminierung mit dem heutigen Tag erstmal beende. Die Aufzeichnung, wenn die fertig ist, werde ich dann hochladen, dann auch nächste Woche, habe ich ja gesagt, einmal auf YouTube definitiv, dass ich dann eine eigene Playlist hochlade und ich werde das Ganze dann auch in komprimierter Form dann auch nochmal auf Facebook in die Veranstaltung hineinnehmen, sodass dann da eben auch nochmal alle Folgen hintereinander anzusehen sind. Wenn du irgendwas verpasst haben solltest, nochmal was nachsehen möchtest, kannst du das entweder dann in der Veranstaltung tun oder du kannst es auch dann auf meinem YouTube-Kanal tun. Alles eben ab nächster Woche, dann habe ich die Zeit dafür, dann kommt das alles dann hoch, dann werde ich das hochladen. Die Serie an sich, also das Thema Quersprich, so dieses Quer durch die Gesellschaft, wenn irgendwie was sein sollte, was aktuell gerade so passiert, werde ich wahrscheinlich locker, flockig so weiterführen. Das heißt, wenn irgendwie mal ein großes Ereignis ist, wie beispielsweise eine Wahl oder wie grundsätzliche Entscheidungen, dann werde ich wahrscheinlich da nochmal eine neue Miniserie auch unter dem Begriff Quersprech, aber dann mit einem anderen Unterthema nochmal posten. Schauen wir mal. In Sachen Videos geht es jetzt mal in eine ganz andere Richtung weiter. Jetzt kommt ja in Richtung Geschäft, völlig anderes Thema. Geschäftlich haben wir jetzt ja bald Jahresende, dann mit der nächsten Saison, also mit 2020, werde ich mein Portfolio wieder ändern, ergänzen, besser gesagt, also neue Produkte, neue Angebote, neue Dienstleistungen mit reinbringen. Und dazu habe ich jetzt ab dem 1.1.2.3. eine andere Veranstaltung drin. Da stelle ich dann mein neues Portfolio vor im Zuge vom Black November. Wenn dich da irgendwas interessiert, schau dir das gerne mal mit an. Am 1.2.3. weiß ich noch nicht genau, wann ich genau da was reinbringe und ob ich das dann wieder in die Veranstaltung schaffe zu streamen oder ob ich dann auf der Seite, nicht in der Chronik, sondern auf der Seite dann streame, schaue ich mal. Und was dann auch nächsten Monat anfängt, also in ein paar Tagen, wir haben ja jetzt schon Ende Oktober, also am 4. November werde ich anfangen mit dem Thema Netzsprech, auch auf der Fanpage, auf meiner Kreuzspinnerin-Fanpage. Dort wirst du dann von mir informiert zu allem, was ich in den sozialen Medien sehe. Also Neuerungen, Trends, Entwicklungen, was die Technik und das Marketing dann so als Neuigkeiten nennen. Auch ganz interessant, so in den letzten Wochen hat sich einiges getan. Schaut man sich um, was hier so auf Facebook demnächst auf uns zukommt und auch was sich so bei Pinterest geändert hat und auch bei Xing. Spannende Geschichten. Ja, aber jetzt Quersprech ist beendet. Heute war das der sechste und damit letzte Termin. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Schön, dass du mit dabei warst. Ich habe mich gefreut, dass du zugesehen hast.
Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, du konntest irgendwas davon für dich mitnehmen und weiterverwenden in deinem eigenen Alltag. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und vielleicht schaust du bei anderen Gelegenheiten wieder mit rein. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ja, alles Gute. Bis demnächst. Mach's gut. Tschüss.